Hallöchen da draußen, herzlich willkommen zurück. In dem tristen Wald, stillen Wald, wo wir Kuh zwar wiedergefunden haben, aber ganz ehrlich, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Aber ich will ja nicht negativ sein, ich will nicht zu negativ sein. Wir werden mal gucken. Das ist auch eine coole Eigenschaft, dem Gleiten, das gefällt mir ganz gut. Wir werden mal gucken, wie weit es jetzt hier geht. Bis wir wieder. Ich will es ja nicht so negativ sehen, ne? Aber glaubt ihr daran, dass wir lange zusammenbleiben werden? Aha, ein Windstoß? Oh! Ich habe jetzt ein bisschen Angst, in die Richtung zu springen. Ich probiere es mal. Ja, es funktioniert. Aha! Aber so richtig, also offensiv sieht es jetzt nicht so gut aus für uns, oder? Vermute ich mal. Ah, ich kann auch so einen Windstoß erzeugen. Interessant. Das ist schon cool. Ki. Ja, Kuh. Sprich mal mit Ki. Du strahlst, Hellgeist. Du störst die Stille. Du störst. Das hört man nicht gern. Unsinn, sie hört, sie sieht und du, ja, du bist leicht zu sehen. Wir halten uns an die Stille, jene, die es tun. Ah, sie werden nie verschwinden. Nun ja, was sollen wir machen? Ich dachte, der Ascheregen würde dafür sorgen, dass wir nicht so strahlen, aber hey. Ja, Thermik ist aktiviert. Können wir hier vielleicht aufmachen? Nee, so nicht, ne? Das funktioniert nicht. Ist nicht machtvoll genug, unser Stoß, unser Windstoß. Hier ist auch wieder ein Tor. Okay. Hier noch irgendwas? Nee. Oh nee, wir können ein. Wir können das Windspiel aktivieren. Das ist ja, ja, du störst die Stille und so, ne? Das ist eine super Idee. Oh nee, sollen wir es echt machen? So, vielleicht einfach dagegen fliegen, das geht auch. Was ist hier? Hier ist noch ein. Ja. Oh, ein Schlüsselsteinfragment. Okay, okay, okay. Oh Mann, hier muss man sau vorsichtig sein. So. Gibt es hier irgendwo anders sicherlich noch eins? Ist hier rechts noch irgendwas gewesen? Nee. Wow. Ja, vielleicht hier, ne? Dann frage ich mich aber, wie wir das aufmachen sollen. Ist hier noch was? Gut. So, wir stören die Stille noch ein bisschen. Das muss sein. Wir sind der Rabauke, nämlich. Okay. Hier machen wir den. Das hier. Achso, da unten ist das. Habe ich probiert, aber das scheint nicht zu funktionieren, falls du das meinst. Haben wir jetzt? Ach, das sind vier. Ach, da brauchen wir vier. Ach, wir brauchen vier. Oh. Okay. So, den hier haben wir aber auf jeden Fall schon gekriegt. Den haben wir schon gekriegt. Was können wir denn noch machen? Oh, wir können schießen. Wir können schießen. Das ist interessant. Nutzt zwar in dem Fall nichts, aber gut zu wissen. Jetzt haben wir ja auch andere Möglichkeiten da unten, ne? Mit hier, mit X und Y. Ist ja eigentlich nicht das, was wir ausgerüstet hatten. Ja, genau. Wir haben jetzt auch nur die beiden Sachen. Okay. Nochmal mit ihm reden. Hast du dich verlaufen, Geist? Wer sich hier verirrt, wird selten gefunden. Nicht sehr nett. Vielleicht müssen wir ja das ganze Windspiel auf einmal aktivieren. Genug Krach machen, damit hier irgendwas passiert. Halt wirklich so, mit mehr Intensität. Nee. Oder müssen wir erstmal zurück und irgendwo anders hin? Was hat es eigentlich damit hier auf sich? Diesen Dingern? Kann ich hier? Ah, ich kann es zerschießen. Ich kann es zerschießen. Zerscheißen. Moment. Ich kann auch gleichzeitig. Fliegen.
und schießen. Das ist sehr praktisch. Das heißt, ich könnte so machen. Ah ja, es geht. Gut, 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 gut. Komme ich hier noch irgendwo weiter? Nee, ne? Nee. Alrighty, kann ich das Windspiel anschießen? Nee. Offenbar nicht. Nee, dann bleibt eigentlich nur noch, das da unten irgendwie zu zerstören. Können wir vielleicht den Gegner hier hinlocken? Dann irgendwas machen? Versuchen ihn mal hier hinzulocken. Nee. Ah ja, er macht schon ein bisschen Bums. Ein kleines bisschen. So schnell wie er respawnt. Könnte ja ein bisschen Leben mal opfern. Und einfach mal da in der Nähe von dem Tor bleiben. Mal gucken, ob irgendwas passiert. Hier, so. Und jetzt mach mal, mach mal. Oder ich schieße. Yes, tatsächlich. Alter. Ich hätte es ja fast nicht versucht, ne? Alright. Ich kann mich jetzt leider auch nicht heilen, ne? Ich kann mich jetzt nicht aufheilen. Mit hier unter Einsatz von Energie. Scheint nicht zu funktionieren. Die Dinger müsste ich eigentlich aufschießen können, ne? Oh Mann, das wäre echt praktisch. Aha. Aber wir haben den letzten Schlüsselstein gefunden. Das ist auch sehr praktisch. Durchaus. Und jetzt? Aha, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Ja, dann würde ich gerne mal was probieren. Und zwar, erstens. Moment. Yeah, genau so. So kriegen wir ein bisschen Health zurück. Ach so, da rechts, da hätten wir es auch einfacher haben können. Aber gut. So, und kriege ich das? Ja. 1000 schon wieder. Sehr schön. Sehr geil. So, das nehme ich einfach mal mit. Wenn wir schon die Gelegenheit haben, dann bitte sehr. Jo, da haben wir alle beisammen, Mom. Nettes Rätsel. Oh, was geschieht? Sie hütete die Stille. Aber ganz ehrlich, dieses Gebiet hier, es leuchtet auch von sich aus schon relativ krass. Ob da so ein kleiner Geist wirklich ins Gewicht fällt, weiß ich nicht. Naja, aber die Bewohner hier, die werden sich schon damit auskennen. Alright, ja, da oben möchte ich gerne hin. Wie komme ich denn da hin? Aha, vielleicht darüber. Kann ich eigentlich sprinten? Nee, kann ich nicht. Schade. So, und dann ich. Jawohl. Jawohl. Ja. Ich freue mich ja, dass wir Kuh wieder gefunden haben, ne? Auch wenn es bestimmt nicht von Dauer sein wird, aber hey. Soll ich das da unten zerstören? Ja, wahrscheinlich schon, weil sonst kommen wir hier nicht lang, ne? Okay, so. Einmal, zack. Oh, oh mein Gott. Nein, da kam ich jetzt nicht raus. Oh mein Gott. Hey, schön, dass wir Kuh gefunden haben. Eulenschaschlik. Mit Geisterbeilage. Scheiße. Alright. Ja, hey, dann machen wir das vielleicht... machen wir es vielleicht eher von hier oben aus, oder? Geht das? Na, ist es denn? Wirst du da wohl bleiben? Die will da unbedingt runterfallen, ne? Nee, so geht's nicht. Okay, vielleicht von hier aus? Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, es hat funktioniert. Oh, oh. Hier, komm mal hier, komm mal, komm mal hier, komm mal hier. Ja. Es tat zwar ein bisschen weh, aber es war es mir jetzt mal wert. Weil ich bin ja gierig. 1, 2, 3, 4 haben wir, aha. Alright. Nichts bleibt euch verborgen, ne? Mhm. Ah. Soll ich das mitnehmen? Würde ich gerne mitnehmen. Oh, was ist denn das? Moment.
schön. Das ist aber nur... Ist das nur Energie? Nee, das ist Erz, ne? Ja, das ist Erz. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Das heißt, wir werden früher oder später ins Dorf zurückkommen. Kommen wir hier unten lang? Nee, ne? Nee. Ich glaube eher nicht. Oh, Mann. So. Und die Stille wurde gewahrt. Ich spring dir auf der Nase rum. Ich spring dir auf der Nase rum. Und du kannst gar nichts dagegen tun. Kann ich hier runter? Ohne zu sterben? Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Das Wasser hier, das ist nicht so klar. Okay. Ich bin voll daneben gesprungen. Scheiße, so schnell kann's gehen. Ah, ich muss schießen. Aua, 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 aua. Nein, er ist explodiert. Nein, ich will noch einen haben. So schnell kann's gehen, da war ich mir zu sicher, ey. Ich wollte doch auf die Blase springen. Habt ihr ganz genau gesehen, dass das so gedacht war. Scheiße. So. Haben wir sogar mehr als eben? Gut, wie auch immer das funktioniert, keine Ahnung. Haben wir den Gegner ja noch effizienter gekillt oder so. Das Erz nehmen wir nochmal mit. So. Genau. Na, und zack. Okay. Ich will ein Quicksave. Echt gern Quicksave. Und die Stille wurde gewahrt. So, aber hier kann ich erstmal drauf, ne? Das ist ja erstmal safe. Das ist ja erstmal safe, yo. Hui. So, ist es jetzt eine gute Idee? Ist es jetzt eine gute Idee, das einzusammeln? Wahrscheinlich nicht. Oh, oh, oh! Ich warte mal, bis das Blöbbel da ist. Warte mal. Blöbbel. So, jetzt ist Blöbbel da. Ja, scheiße. Und jetzt? Genau, so. Und schweben, 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 schweben. Oh, Kacke. Oh, nein. Daneben. Oh, das ist aber hart. Warum werden wir eigentlich immer nach da oben teleportiert? Das ist irgendwie ein kleiner Bug. Wenn wir sterben. So. Wir haben sowas doch eigentlich gerade geübt in Super Mario. Wow. Okay. So. Und. Wow. Hm. Gut. Ja, und jetzt? Ach so. Puh. Wow. Das sieht auch krass aus. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter rauszoomen für ein Thumbnail. Krasser Vogel. Na, ist das denn? Spring doch halt. Nein, nicht da hängen bleiben. Nicht da hängen bleiben. Ist hier noch was? Ja. Puh. Neue Schuhe für die Arbeit. Sind das spezielle Schuhe? Nee, der Vogel ist eher so ein komischer Vogel. Aber der ist schon cool. Mann, ey, diese blöden Stacheln, ne? Lass das doch mal. Ach, sehr praktisch. Das ist natürlich praktisch. Oh, hier würde ich auch gern ran. Hier würde ich an sich gern ran. Oh, es geschieht etwas. Ha. Ja, schade drum eigentlich. Schade drum. Dass hier auch diese blauen Pflanzen so da oben sind, ne? Spricht doch dafür, dass wir ja auch als Ori wieder später sein werden. Müssen wir da weiter nach rechts? Was sein? Hm. Sehr praktisch. Auch haben will. Funktioniert das auch für Informatiker? Ah, jetzt haben wir hier so. Ah.
glaube, Informatiker brauchen Arbeitshandschuhe, oder? Oh. Die Feder. Der Weg heim so nah und doch so fern. Scheiße. Oh, die Bimmeldingsels. Oh, die Bimmeldingsels werden uns zum Verhängnis. Und das Schlimme ist, wenn wir da jetzt gegenschießen, dann gibt's ein großes Upsi. Ist hier noch was? Nee. Seid ihr bereit fürs große Upsi? Auf jeden Fall weiß ich jetzt, warum sie Shriek heißt. Kann ich mir vorstellen. Oh, ein Teleporter. Ja. Wo ist der denn? Aha, da ganz rechts. Oben, okay. Ein Geisterportal, meine ich natürlich. Ist ja auch nicht nur ein Teleporter. Oh je. So, oh, rechts oder links? Rechts oder links? Nach links geht's eher tendenziell in den Bereich, wo wir schon waren. Ist das vielleicht gut? Hier nochmal zu gucken. Aha. Was kann man hier machen? Was kann man da noch machen? Achso, das haben wir jetzt nur ergänzt quasi das Gebiet. Vielleicht hier noch ein bisschen nach oben? Nee. Aua. Warum ist die denn nach rechts gegangen? Ich hab nicht nach rechts gedrückt. Keine Ahnung. Turbulenzen. Wahrscheinlich. Das nehme ich mal mit. Jo. Ach, das gibt auch Geisterlicht. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist auch Geisterlicht, wenn man die aufschießt. Dann sollte ich die auch mitnehmen, wenn jetzt gerade nicht akut nötig ist, dass wir Gesundheit brauchen. Egal, jetzt erstmal. Ja, erstmal das. Was bist du für eine Schönheit? Fuck. Geh weg! Ja. Was habe ich gesagt? Wir können nicht mal springen. Oh Mann, wir müssen echt geknickt sein. Ja. Er hat noch nicht die nötige Energie. Oh Mann. Wir können auch nicht so richtig schnell laufen. Ah, jetzt sind die Schlappohren noch schlappiger. Hängen ganz traurig runter. Ah, es geht schon wieder, es geht schon wieder. Oh Mann, teleportieren ist nicht. Wir müssen jetzt hier erstmal weiter. Shit. Und einerseits, ich bin ja fast ein bisschen froh, dass wir jetzt noch weitermachen können. Mit unseren gewohnten Eigenschaften und Pipapo. Aber um welchen Preis? Oh. Oh ja, auch das Licht so durchschimmert. Hier kann ich schon wieder nicht springen. Okay. Ja, da. Oh. Oh. Oh, oh. Da ist die Feder. Ist das die Feder?
Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Das lässt sich doch wieder reparieren. Sie atmet aber, oder? Sieht mir doch so aus. Oder? Dürfen wieder. So halb. Haha, wir dürfen nur in die eine Richtung. Das war's nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das mit deiner Freundin rührt mich. Die Stimme des Waldes hat alles getan, was sie konnte, aber ihr Licht war zu schwach. Zu viele fielen dieser finsteren Zeit zum Opfer, vor allem die Kleinsten unter uns. Dem Ende der Weide zerbarst das Licht in Splitter. Die Lichtsplitter, oder die Geistersplitter. Nehme ich an. Geister gingen zugrunde und unser Land fiel im Verfall zum Opfer. Die Lichtfragmente wurden verstreut, geschwächt und sind kaum noch Irrlichter. Wenn nichts geschieht, wird ihr Licht für immer verblassen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Da links oben ist auch der Weide, dieser Baum, den wir da eben gesehen haben. Doch mit der Hilfe der Moki konnte ich die Orte ausmachen, wo sie gelandet sind. Steht noch Hoffnung? Die Erinnerung des Waldes, gefangen in der klirrenden Kälte im Norden. Die Augen verloren in der Dunkelheit im Süden. Die Kraft versunken im Wasser im Westen. Das Herz vergraben unter den Dünen im Osten. Ich glaube, es geht jetzt erst richtig los. Und die Stimme an deiner Seite, alleine sind sie schwach, aber zusammen. Wenn es etwas gibt, das den angerichteten Schaden reparieren kann, dann ist es der Wille. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Ich kann mich nicht länger in meiner Höhle verstecken.
werde mich der Suche anschließen. Lebe wohl. Die Moki und ich werden mit all unserer Macht unterstützen. Das klingt gut. Nimm dies, Ori. Damit kommst du weiter. Bleiben hier und geben auf deine Freundin Acht. Alles klar. Kuros Feder. Ja, wir haben die Fähigkeit zu schweben. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Und ich weiß mindestens einen Ort, wo wir das Feuer entfachen können. Ich weiß nicht, ob wir es entfachen können, aber auf jeden Fall könnten wir uns dann da hochschweben. Hoi, 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 was für ein Abschnitt. Gut, 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 gut. Frage. Warum haben wir da jetzt nur eine Eigenschaft? Wir können die aber schon, ja, wir können die wieder ausrüsten. Okay. Und das Flattern, das müssten wir uns jetzt auf eine Taste legen, ja, sehe ich das richtig? Aha. Dann würde ich vielleicht den hier wieder auf Y legen. Oh, das Regenerieren ist halt auch gut. Aber ich mache dann vielleicht mal das Flattern auf B. Vorerst mal. Ah ja, das ist Windstoß. Ah, schweben kann ich auch so. Und das hier ist aber der Windstoß. Was passiert, wenn ich, warte mal, wenn ich jetzt Regeneration auf B lege, kann ich dann trotzdem schweben? Ich kann dann trotzdem schweben, da muss ich es nicht ausgerüstet haben. Ah, das ist gut. Okay, das ist hervorragend. Ja, kann ich nochmal zurück? Kann ich nochmal gucken? Ja. Mit Moki zu sprechen. Ja, mach mal. Die Moki sind traurig, dass Shriek der kleinen Eule wehgetan hat. Das Quolok-Fort ist. Wir sind nicht traurig, dass du helfen willst, aber wir sind besorgt. Ja, ich auch. Ein bisschen schon, ehrlich gesagt. Ah, hier sind wir. Okay. Wille der Irrlichter. Als die Weide starb, wurden ihre Lichter über das ganze Land verstreut. Finde die Irrlichter in Bauers Spitze, den Schimmelwaldtiefen und den Luma-Seen und heile Niven. Klar, wenn es sonst nichts ist. Drei Irrlichter sind noch verschwunden. Ah. Oh Mann. Ja, das ist jetzt der ganze Bereich, den wir erkundet haben. Hier haben wir einen neuen Teleporter. Das ist ganz cool. Ja, jetzt können wir vielleicht erstmal hier in das Dorf zurück und mal ein paar Sachen erledigen. Vielleicht funktioniert das ja. Alles klärchen. Muss ich sonst noch irgendwas wieder ausrüsten, ist die Frage. Nee, Moment, so. Hier ist alles noch beim Alten, ne? Das ist gut. Das ist gut. Ich möchte ehrlich gesagt, ich würde das gerne ein bisschen umsortieren. Um das und das hier zum Beispiel nebeneinander zu haben. Das und das. Ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig notwendig, aber hey. Was passiert, wenn ich jetzt das hier, genau so, dann habe ich, der ist da, ne? Mm. Ist doch viel schöner so, ein bisschen sortiert. Mm. das ist richtig. Jetzt sind wir auf Rache aus. So ist das nämlich. Jetzt ist Berserk-Modus hier. Oh ja. Ja, schon so ein kleines bisschen. Das würde ich immer noch gern erreichen. Wir gehen jetzt nach Westen. Wir gehen jetzt mal zurück. Bevor ich hier, ich brauche einen Plan. Schimmelwald tief nach unten. Oh, ja, ich sollte ein bisschen vorsichtiger sein. Hier geht's ja schon wieder ab. Ja. So, genau. Hier kann ich mich wieder festhaken. Genau. Wow, das ist hier der Eingang von dem ganzen Shit. Moment, kann ich hier mal für mich kämpfen lassen, ja. Bringt halt nicht so mega viel Schaden, aber naja, immerhin so ein bisschen. Alrighty. Achso, ich hätte auch einen Teleporter nehmen können. Naja, können ja noch ein bisschen sammeln. Egal. Zack. Bisschen sammeln, sagte er und ging einfach weiter, ohne etwas zu sammeln. Moment. Was hat der Moki uns zu erzählen? Der griesgrämige Vogel hat mir gesagt, du hättest vielen Moki geholfen. Ach so, ja. Ja. Das schaffen wir. Oh. Das war ein bisschen zu intensiv gesprungen. Nee. Funktioniert nicht.
Na, komm schon. Komm schon. Uiuiuiui. Häng dich dran. Alright, wo zuerst? Hier vielleicht? So, zack, genau. Ja, ein bisschen in die Ori-Steuerung reinkommen, nicht in die Eulensteuerung. Ah ja, hier sind wir ja schon wieder. Du musst der Geist sein, von dem alle reden. Willkommen auf der Brunnenquelllichtung. Das haben wir auch bestimmt schon gehört, oder? Ja. Ah, Veral. Es geht Veral. Kocht uns Mohrmuschelsuppe. Das ist der Koch. Oder die Köchin oder so. Aha. Wissen wir denn schon, wo die ist? Mann, hier ist ja so viel los. Trille, Dingsbums. Ja, Twillen. Moki, Moki, Ofa, Tuli, Tok, Grom. Seht ihr hier irgendwo? Die. Naja, mal gucken. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Ah ja. Seine Fähigkeiten verbessern? Nee, weiß ich nicht. Ich würde vielleicht erstmal diesen anderen Kram machen. Hier. Kennt der sich vielleicht aus? Dieser Zweig, genau. Du musst ihn von hier wegbringen. Siehst du nicht? Er ist mehr Stein als Holz. Der Baum, zu dem er gehörte, ist jenseits aller Hoffnung. Aha. Der verbreitet sich schnell. Einmal habe ich die Hälfte meines Blumenbeets niedergebrannt, um den kriechenden Stein abzutöten. Ohohohoho. Nimm ihn, bevor das neue Leben hier verdorben wird. Ah, ja, okay, das ist ja nicht so gut. Überbringe der Baumwächterin die schlechten Neuigkeiten. Ah, also wir haben denjenigen gefunden, der sich angeblich damit auskennt. Aber der jetzt auch noch schlechte Neuigkeiten bringt, das ist jetzt die beste Idee, oder? Ja. Okay, kann ich hier hochjumpen? Nee, es funktioniert nicht. So funktioniert das nicht. Wo war denn jetzt hier? Ah, hier. Hier. Ich hab da so eine Idee. Warte mal. Wie machen wir das denn am besten? So und dann... Ja. Und zack. Geil. Hallo. Guten Tag. Jeden Tag kommen neue Moki auf die Lichtung. Das ist doch erfreulich. Deswegen bitten wir Grom, die Lichtung zu verschönern. Hat mir jetzt, glaube ich, nur ein Erz gefunden bisher, ne? Ich meine, damit können wir noch nicht weitermachen. Wir würden es selbst tun, aber wir sind klein und spielen lieber. Ach so, ja dann. Ja gut. Dann halt nicht, ne? Dann halt nicht arbeiten. Oh Mann. Ja, kenne ich irgendwoher. Aha, da nach rechts. Ich weiß gar nicht, ob ihr es jetzt sehen konntet. Da ist so ein... Könnt ihr jetzt überhaupt nicht sehen. Da ist so ein... So eine Blume zum Ranhängen, das machen wir gleich. Ich will erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Den hier kennen wir schon, ne? Ich wandere gelegentlich. Einmal bin ich zu den Luma-Seen gereist. Das ist dort sehr schön. Hinter dem Brunnenquell gibt es ein großes Rad mit einer tollen Aussicht. Wenn du von oben auf dem Rad nach Westen gehst, findest du die Luma-Seen. Aha. Ah, ein Gerücht. Es lohnt sich einfach irgendwie ziemlich oft, hier mit Leuten noch zu reden und so. Oh Mann. Es ist schlimm. Ergibt sich immer irgendwas. Ach so, hier kann ich ja noch weiter, ne? Zack. Nett. Oh, und da ist auch noch ein Splitterchen. Ja, nice. Dann klettern wir doch einfach ein bisschen weiter nach oben. Aha, was? Hier ist nichts. Wird doch irgendwas sein, irgendwann. Sieht aus wie ein Nest. Okay. Dann eben nicht. Vielleicht finden wir ja später auch noch irgendeinen Bewohner oder so. Ich würde halt gern die... Ups, Entschuldigung. Ich würde gern die Köchin finden. Ja, da weiß ich noch nicht, wie wir da hinkommen. Genau, hier ist das Steinchen. Naja, wir müssen irgendwie auf diese Brücke da. Das ist der Punkt. Wir können ja mal mit den anderen Leuten reden. Hier... Ich habe gehört, was deiner Freundin passiert ist und es tut mir leid. Es tut mir leid um deine Freundin und um jene, die ihr wehtat.
Rache. Es gibt nichts Übleres, als wenn die Starken den Schwachen schaden. Aber die Vereinigung des Lichts, das ist vielversprechend. Wir brauchen etwas, um der Dunkelheit, dem Staub und dem Sand zu trotzen. Vielleicht kannst du das schaffen, was? Ja, vielleicht. Können wir aber ansonsten nicht irgendwie noch irgendwas kaufen oder so, ne? Nee. Muss ich gerade ja, ein bisschen heilen. Das ist eine gute Sache. Alrighty. Ich habe das von einer Freundin gehört. Es tut mir leid. Er will das jetzt nicht so zeigen, aber eigentlich, ne? Dieser Tage fallen so viele Dinge in sich zusammen. Ich hoffe, sie wird sich wieder erholen, wenn das zerborstene Licht wieder eins ist. Wir Gorlek haben vor langer Zeit einen Splitter dieses Lichts in meiner alten Heimat im fernen Osten verborgen. Ja. Unsere Türme ragten weit über den Hügel hinaus, bevor der Wind und der Sand sie in sich zusammenfallen ließ. Sieh dich vor, wenn du dorthin gehst. Es ist ein unwirtlicher Ort. Neues Gerücht. Sag ich doch. Könnte sich lohnen. Kann ich da hoch? Weiß ich nicht. Nicht so richtig. Nicht genug. Hast du Angst vor Spinnen? Ich habe nie eine gesehen, aber wenn ich es täte, hätte ich große Angst. Ah ja. Ich habe gehört, in den Schimmelwaldtiefen gäbe es Spinnen. Ja, die eine große, die wir gesehen haben aus Stein. Es ist gut, dass sie von einem steinernen Wächter dort drinnen gehalten werden. Aha. Ist aber kein neues Gerücht, ja. Ja, in Ordnung. Ja, in Ordnung. Ich gehe hier nochmal die anderen Leute ab. Warum eigentlich nicht? Der hier wird wahrscheinlich... Ach ja, da war ja noch was. Apropos schlechte Nachrichten. Scheiße. Geist, hast du meine Familie im stillen Wald gefunden? Das ist die Puppe meines Kleinen. Aber sie ist versteinert. Oh nein. Ich muss nach Hause zurückkehren. Das Game ist cool. Das Game ist richtig geil. Oh, wir können jetzt in die Hütte rein. Tatsache, hier haben wir noch ein bisschen was. Yo, shit. Ist er jetzt da wirklich zurückgegangen? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Müssen wir ihn vielleicht bei Zeiten da unterstützen oder wie sieht's aus? Auf jeden Fall würde ich ja gerne nochmal nachgucken gehen. Irgendwann, wenn wir da in der Nähe sind. Oh Mann, ihr müsst mich daran erinnern. Ja. Gut, hier Twillen. Da würde ich gerne mal gucken. Meine Kunden flüstern über deine Freundin. Sie sagen, du versuchst sie zu retten. Vielleicht gibt es ja Rabatt. Ich hatte auch einst eine Freundin, weißt du. Doch, jetzt habe ich nur noch meine glänzenden Splitter. Oh ja, ich bewundere deine Kraft und ich werde deinen Namen nicht vergessen, Ori. Wir haben uns einen Namen gemacht. Ja. Möchte ich mir mal angucken. Was wollte ich denn hier haben? Irgendwas Bestimmtes wollte ich doch, oder? Ja. Genau, das war das mit den 800. Die nächste Stufe der Belastbarkeit. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Boah, und dann noch hier den Megamagneten, um einfach noch mehr Schild zu sammeln. Boah, und das hier, das kann man auch noch weiter erhöhen. Oi. Noch mehr Licht. Vielleicht erstmal das machen tatsächlich. Hier das im Zusammenspiel mit dem Magneten. Dann können wir einfach noch schneller, noch mehr sammeln. Boah, Ochi ist so gierig, aber ich will das haben. Ich will das haben. Ja. So, ist das jetzt gemaxt? Ich glaube ja, ne? Und das... Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. Okay, dann haben wir ja nur noch diesen Haken. Den werde ich aber, glaube ich, nicht benutzen. Ich würde sagen, ich mach das so. Ich lasse das erstmal so. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, bitte. Sehr gern. Immer wieder gern. Oh, hallo. Ich bin aus dem Moor hierher gekommen, weil ich gehört habe, ja, die Lichtung ist ja schön. Genau. Das hatten wir schon. Aber so etwas habe ich nicht. Ja. Ich.
Ja, ja, naja, wenn wir uns dafür dann noch mehr Shit holen können, dann bitte sehr. So, hat er uns noch irgendwas zu vertellen? Ich habe gesehen, was Shriek deiner Freundin angetan hat. Oh, stimmt, er ist ja der, der alles sieht und so, ne? Es tut mir aufrichtig leid. Ich glaube, Ku hat sie an irgendwas erinnert. An etwas, das sie hasst. Das ist aber kein gutes Zeichen. Sie war auch einmal klein, verletzlich. Daran möchte sie sich nicht erinnern, Ori. Aber etwas hat sie nicht gesehen. Ku ist stark, ich weiß es. Ich habe zugesehen. Im Moment nicht die Aufzeichnung stille, weil es ein Ort voller böser Erinnerungen, ich weiß es. Es gibt dort auch einen interessanten Ort, einen Schrein der alten Geister. Stimmt? Nee, ja, wahrscheinlich gibt es auch noch einen Schrein. Ist das jetzt ein Kampfschrein wieder? Weil wir haben da ja auch so ein... Wie heißen die Dinger nochmal? Da, wo man diese Rennen laufen kann. Haben wir ja auch gesehen, müssen wir auch mal aktivieren. Wenn du dorthin zurückkehrst, sollst du wissen, dass du nicht allein bist. Ich werde dich auf Schritt und Tritt begleiten. Der ist mir ja so ein bisschen... Also einerseits mag ich den, ja. Andererseits ist der mir so ein bisschen suspekt, ne? Hoffentlich nur ich und niemand sonst. Ja, das macht's jetzt viel besser. Stiller Schrein. Immer mehr Gerüchte. Komme ich hier hoch? Ich glaube, ich war da schon mal oben, oder? Ich will mal versuchen, mich da noch weiter hochzuarbeiten. Hatten wir hier noch irgendwas? Hast du vom großen Bauer gehört? Der Bauer, ja, den kenne ich. Er ist ein mächtiger Wächter, aber er schläft die ganze Zeit. Du kannst ihn sehen, wenn du direkt vor dem Brunnenquell nach Norden gehst. Nach Norden. Also nach Westen und Osten kann ich mir noch vorstellen. Naja gut, vielleicht müssen wir irgendwie nach oben. Vor dem Brunnenquell. Nach Norden, okay. So. Das ist wahrscheinlich eine der Pflanzen, die vorher nicht da waren, oder? Da können wir uns jetzt nämlich auf die Brücke befördern mit... Geht das auch nach links? Ich will mal was... Oh, das war die falsche Taste. Ich will mal was probieren. Komme ich da nach oben? Vielleicht. Aber nicht so direkt. Eine Sekunde. Gut, es geht wahrscheinlich einfacher, wenn ich erstmal... Wenn ich erstmal auf die Brücke gehe und dann einfach nach links. Da habt ihr natürlich völlig recht. Ja. So. Ach, hier kommt man nicht durch. Ja, von wegen, das geht einfacher. Ach so. Ja, und hier an der Schräge, kann ich mich da hocharbeiten? Geht das? Ja, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl vielleicht. Oder wir müssen hier noch weitere Pflanzen wachsen lassen. Ist es. Oh, fast. Ich will das haben. Haben will. Zack, zack. Nee, so nicht. Muss man genau im richtigen Winkel. Ja, abspringen. Alles Klärchen. Ja, was ist da links denn wohl? Ich gehe sofort wieder auf die Brücke zurück. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Schon wieder die falsche Taste. Moment. Zack, zack. So. Aha, das ist auch so ein verschlossenes Haus. Da komme ich aber im Moment nicht rein. Ja, Nee, okay. Oh, da ist was. Warte mal, da ist was. Zack, zack. Da oben geht's entlang. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Wahrscheinlich im Moment eher gar nicht, oder? Ja, da leuchtet was blau. Kann ich mich hier dran hängen? Nee. Okay, ich weiß nicht, wie ich da oben lang komme. Aber irgendwas ist da. Hier, neue Leute kennenlernen. Ich grüße dich, Geist. Nicht jeder kann wie Mock der Mutige sein. Aber du kannst deinen Mut unter Beweis stellen. Er befindet sich tief in den Mitternachtshöhlen. Ein Schrein, der den Mut jener testet, die sich dorthin wagen. Wieder ein Schrein. Ich würde selbst gehen. Wie die einfach immer alle selbst alles machen wollen würden, aber dann stattdessen spielen. Ja, okay. Ich würde selbst gehen, aber an meinem Mut besteht kein Zweifel. Ach so. Na dann. Schrein in Holes. Holesbau. Oh. In Ordnung. Ah ja, was haben wir denn da Schönes? Zack. Oh, so geht's nicht. Nee, so geht's nicht. So geht's. Yep. Ein Fragment. Wo geht's denn hier lang? Komm ich da weiter hoch?
Nee. Schon so ein Stückchen, aber nicht so ganz. Ah, so hätte man auch rangekonnt. Ah, okay. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Alright, alright. Ja, ich dachte eigentlich, dass wir jetzt hier die Köchin da finden würden, aber nö. Sieht nicht so aus. Gut, vielleicht ergibt sich ja noch was bei Zeiten. War der hier schon vorher da? Vielleicht halten Wächter Winterschlaf? Vielleicht schläft Bauer deshalb. Achso, das war der mit dem Bauer. Ich wollte auch mal Winterschlaf halten, aber mein Freund hat mich mit einer Feder gekitzelt. Das ist ja voll fies. Das haben wir noch nie gemacht. Mit niemandem. Gleichzeitig zu schlafen und zu lachen ist sehr schwer. Süß ausgedrückt. Schon schön. Alright. Gut. Boah, shit, es ist schon wieder Zeit, ne? Es ist schon wieder Zeit. Wir haben uns ziemlich verquatscht. Aber ist auch so schön. Ist gut. Hier oben ist auch Erz, ne? Ach, das wird das sein, wo ich meinte, da kann man bestimmt hoch. Ach so. Ich weiß aber nicht wie. Naja, hier gibt's noch so einiges zu erkunden. Hier gibt's noch so einiges. Ich glaub, wir können uns das Leben einfacher machen, wenn wir noch ein paar Samen finden. Mhm. Wir haben so viele Sachen jetzt auf der Karte. Stille Karte. Lupo sehnt sich danach, den stillen Wald zu kartografieren. Ach ja, da war ja noch was. Stimmt ja. So richtig sind wir da ja noch nicht rumgelaufen. Wir sind da ja im Wesentlichen mit Kuh rumgegangen, ne? Gerücht, es geht immer weiter nach Osten. Oh, es ist so krass. Es ist so krass. Yo, yo, yo. Aber ich glaube, das nächste Mal Schimmelfest ist auch schön. Mein liebstes Fest. Irrlicht ist der Finsternis der Schimmelwaldtiefen gefangen. Befreie es, sodass das Land wieder klar sieht. Hm. Alrighty. Jetzt kann ich auch verstehen, warum man einfach von immer und überall einfach teleportieren kann. Ansonsten, wie soll man sich denn hier zurechtfinden? Okay. Hm, hier können wir vielleicht auch noch irgendwie nach oben. Von diesen Feuern, die man entfachen kann, haben wir jetzt auch noch nicht so viele gesehen, ne? Also zumindest nicht bewusst. Weil damit könnte man sich halt tendenziell auch irgendwo hocharbeiten. Ich glaube, wir sollten das nächste Mal erstmal ein bisschen wieder in den Gebieten weiter erkunden, die wir schon kennen, teilweise. Vor allem, weil es hier große Teile gibt, die auch unter Wasser gestanden haben und immer noch stehen werden. Aber da können wir jetzt ja tauchen. Und da können wir sicherlich noch einiges holen. Hier zum Beispiel. Da könnten wir mal hervorragend hingehen. Hier haben wir auch direkt einen Teleporter in der Nähe. Das würde sich sehr anbieten. Und damit verbunden könnten wir dann hier auch mal Gerüchte erkunden in der Nähe. Hm. Ich könnte mir auch noch mal gucken, ob wir da jetzt irgendwie hochkommen. Oh ja, oh ja, oh ja. Das hier, ja, 85%. Das ist relativ gut erkundet. Hier ist noch ein bisschen was, da ist noch ein bisschen was. Hier wird es aber auch noch irgendwie weitergehen. Verloren im Paradies, ein Irrlicht ist irgendwo in der üppigen Wildnis der Lumaseen versunken. Ja, 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 das sind diese Hauptquest. Okay. Boah, wir haben noch viel zu tun, aber mir gefällt es ausgezeichnet soweit. Und ja, aber trotzdem würde ich jetzt vielleicht mal an dieser Stelle eine kleine Pause machen in der Aufnahme und ehrlich gesagt auch jetzt erstmal im Ström. Ich werde gleich erstmal, wie spät ist es denn überhaupt? 15 Uhr noch was? Ich werde gleich erstmal Mittag essen, glaube ich. Und wenn wir nachher noch Energie und Bock haben, dann können wir ja vielleicht am Abend nochmal hier reinschauen, ne? Paar Stündchen jetzt erstmal Pause machen, dann gucken wir später weiter. Ist ja jetzt was ganz Besonderes, dass ich mal so früh angefangen habe. Wir gucken einfach mal, wie wir so motiviert sind. Achso, vielleicht sollte ich mal ganz kurz, ich mache noch eine Sache kurz, und zwar gehe ich hier mal kurz zum Teleporter zurück, mache mal eine reguläre Speicherung. Und dann machen wir die Pause. Einen Moment, geht gleich los. Geht gleich los mit dem Aufhören. Hier, zack. So. Sehr, sehr schön. Freut mich. Es freut mich sehr. Es war für mich auch sehr unterhaltsam und teilweise auch wirklich so ein bisschen ein, wie nennt man das, Wechselbad der Gefühle? Also, es war teilweise schon ziemlich emotional. Krass, krass, krass. Gefällt mir immer besser, das Spiel. Und wenn ihr das auch so seht, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, auch das nächste Mal wieder reinzuschauen. Und bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen
und sage, macht es gut, bis demnächst dann und tschüss.